Gesetze dazu abzuschaffen. Und ich wollte jetzt ganz kurz nur noch ankündigen, wir wollen heute Abend doch unser Plenum haben. Wir haben letztes Mal noch nicht gewusst, ob die Versammlung so viel Kraft kostet, dass wir abends kein Plenum machen. Also wer zum Plenum kommen will, heute Abend ab 19.30 Uhr im Haus der Demokratie. Und ansonsten vielen, vielen herzlichen Dank nochmal, Nina, dass du gekommen bist. My pleasure. Ich möchte nur noch ganz schnell die Zeit nutzen, weil wir sind auf Livestream und ich bedanke mich ganz, ganz doll bei Castor TV und dem Berliner Livestream-Team mit Maultrommler und seine Gang. Ihr seid so super und neulich wart ihr auch im Büchel. Vielen Dank für euren Aktivismus. Es ist großartig, euer Ehrenamt. Es lebe hoch, höher am höchsten. Castor TV forever. Yay! Und wir sind mitten im Wahlkampf, ja, Wahlkampf nenne ich das, weil ich kriege immer Wadenkrampf beim Wahlkampf. Und ich hoffe so sehr, dass unser Peer Steinbrück von der SPD sich noch einmal ganz, ganz klar und deutlich äußert zu der Situation, die wir im Moment noch haben mit den Strafparagraphen 63, 64. Ich hoffe sehr, weil ich bin nämlich ein großer Fan, Freund von dem Walter Steinmeier. Ich habe ihm sogar mal hinterher geschrien, Steinmeier vor Kanzler! Aber das hat sich leider nicht erreicht, es ist Steinbrück geworden. Aber auch dem wünsche ich viel Glück. Wie bitte, Herr Merkel? Ja, naja, gut, okay. Gott segne euch alle. Bitte, bitte haltet die Menschenrechte ein in unserem wunderschönen Deutschland. Und behandelt die Menschen menschlich. Es muss sich etwas ändern in unseren Beziehungen miteinander, in der Art und Weise, wie wir mit Menschenleben umgehen, mit Menschen, denen vor Gericht eine Schuldunfähigkeit zugesprochen, angehängt wird. Das bedeutet ja, wir sind Menschen zweier Klassen. Ein Mensch ist schuldfähig, der wird dann rechtmäßig verurteilt zu einer Gefängnisstrafe und ein anderer Mensch hat Pech, hat Unglück, wird mit Paragraph 63 oder 64 willkürlich dazu verurteilt, unmündig, wird entrechtet, hat keine Rechte mehr. Und darf auch kein Bundeskanzler mehr werden. Recht. Aberkennung der Wählbarkeit und der bürgerlichen Ehrenrechte. Da hat er völlig recht, das passiert. Klausi hat immer recht. Er ist sehr wütend, aber das ist eine gesunde Wut. Denn er wurde gefoltert, er ist ein Folteropfer der Psychiatrie. Und ich möchte nochmal hier in die Runde unseren Dr. Dietrich Koch auch ganz herzlich grüßen. Das ist ja ein staatlich anerkanntes politisches Missbrauchsopfer der Psychiatrie der DDR gewesen. Und der Dr. Dietrich Koch hat sich ja neulich bei unserer ersten Gustl-Mollert-Mahnwache für den Gustl solidarisch gezeigt und hat eine wunderbare Rede gehalten. Ich möchte euch noch mal darauf hinweisen, geht das bei mir googeln oder bei Castor TV. Unsere erste Gustl-Mollert-Mahnwache ist ja noch im Netz jederzeit abrufbar. Da könnt ihr den Dr. Dietrich Koch noch mal hören. Der wurde nämlich mit Neuroleptika, das ist eine Psychopharmaka, das ist eine Folterdroge, der wurde damit jahrelang zwangsgespritzt. Und Neuroleptika-Opfer haben Nachfolgeschäden. Die sind geschädigt fürs Leben. Neuroleptika ist ein ganz gemeines Gift und es ist wie eine chemische Zwangsjacke und es ist sehr schwer auch von diesen Drogen runterzukommen, also die abzusetzen. Und der Gustl Mollert, mit dem habe ich übrigens auch telefoniert, wo er noch in Bayreuth in der Forensik eingesperrt war. Und da hat er uns darauf hingewiesen, dass es ein Handbuch der Psychiater gibt, wo die ganzen sogenannten Krankheiten aufgelistet sind, die in der Psychiatrie Menschen also quasi diagnostiziert werden können. Und die erfinden immer neue Krankheiten, immer neue Bezeichnungen für seelische Zustände, die dann als krank eingestuft werden, für die dann eine ganz giftige Droge verschrieben wird,
die den Menschen, die Gefühle abtötet, die den Menschen nicht heilt und gesund macht, sondern die den Menschen abtötet, die nicht nur seine physische Gesundheit zerstört und die Leukozyten angreift, wie zum Beispiel im Fall von dem atypischen Neuroleptikum Leponex, das unsere Freundin Sabine Haubner zwangsverschrieben bekommen hat. Die muss das lebenslänglich nehmen. Und die muss übrigens, Sabine Haubner, auch eine Patientin in Taufkirchen, mit der ich befreundet bin, die mir ihr Märtyrium auch am Telefon erzählt hat, das findet ihr auch auf Niederhagen Intervision Livestream-Kanal, die muss jetzt jahrzehntelang schon dieses Leponex nehmen und davon unter der Einwirkung dieser Droge muss sie aber täglich arbeiten. Sie muss eine für sie sehr schwere Arbeit machen. Die muss irgendwelche Sachen verpacken. Und die sagt, durch diese Nebenwirkungen der Droge kann sie sich auf die Arbeit überhaupt nicht konzentrieren. Da kommt dann noch erschwerend die Tatsache hinzu, dass die Sabine Haubner als Leibeigene und Sklavin auch noch ausgenutzt und ausgebeutet wird. Die wird gezwungen, Leponex zu nehmen, obwohl sie das nicht möchte, und wird gezwungen zu arbeiten jeden Tag, obwohl sie da ganz große Schwierigkeiten hat, unter der Einwirkung dieser schrecklichen Droge überhaupt funktionieren zu können und arbeiten zu können. Ihr wird immer schwindelig davon, die kann sich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Das ist doch ganz furchtbare, menschenrechtsverletzende Ausbeutung. So geht man doch mit Menschen, mit kranken oder behinderten Menschen nicht um, die in den Psychiatrien sind. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Die müssen da tagsüber arbeiten, wenn sie in einer gewissen Behandlungsstufe schon angelangt sind. Übersetzt gesagt, wenn sie schon gestanden haben, denn das Ziel der Ärzte ist ja ein Krankheitsgeständnis, dass der Mensch, der verurteilt worden ist, Paragraph 63, der muss dann irgendwann gestehen, dass er auch wirklich krank ist. Ja, das geht dann noch absurder, das gibt es dann auch nach Psychiaterdeutsch, die vorgetäuschte Krankheitseinsicht. Also es ist die reine Willkür sowieso. Es gibt die vorgetäuschte Krankheitseinsicht, es gibt die gute Fassade. Man tut nur so, als ob man normal wäre. Nina, du tust immer nur so, als ob du normal wärst. Tatsächlich wissen wir doch alle ganz genau, dass du total verrückt bist. Ja, aber unsere wunderbare Astrid Lindgren hat gesagt, sei wild, sei frech, sei so frei, sei verrückt. Ja, das ist das Schönste, was es gibt. Leben, ja. Danke, Astrid Lindgren. Also, danke für... Hey, Bibi Langstrumpf, genau. Also, vielen Dank fürs Kommen. Wir haben viele Fotos gemacht. Wahrscheinlich gibt es hier Livestreams, wo wir uns alle angucken können. Und wir werden natürlich die Fotos, also wenn jemand da absolut nicht auf dem Foto erscheinen will, dann soll er sich bitte jetzt sofort bei mir melden, damit wir dann pixeln können. Aber ansonsten werden die Fotos natürlich veröffentlicht, weil wir das natürlich bekannt machen wollen, dass wir hier diese Demonstration hatten. Und vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen. Vorwärts und nie vergessen, die Solidarität.